Nordic Games. The Farm 51. Powered by Unreal Engine. Plays best on Alienware. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Deadfall Adventures. Und ich habe mich ein bisschen dazu belesen und es soll sich wohl so ein bisschen spielen wie eine Mischung aus Indiana Jones und Lara Croft, also Tomb Raider. Und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Wir spielen das Abenteuer. Ich habe schon mal ein kleines bisschen angefangen. Wir wollen natürlich ein neues Abenteuer beginnen. Ja. Und ich hab's nicht so mit schweren Rätseln, deshalb spiele ich die Rätselschwierigkeit auf leicht, aber die Kampfschwierigkeit lassen wir auf normal. Und ich würde sagen, ehe wir jetzt noch lange reden, ich finde, das sieht schön aus eigentlich so. Auch vom Hintergrundbild, die Musik passt schön. Wir starten einfach mal das Spiel, mal sehen, was uns erwartet. Ich hab's noch nicht gespielt. Verehrter Leser. Zunächst einmal muss ich mich für meinen unverblümten Schreibstil entschuldigen. Als Grund kann ich lediglich vorbringen, dass mir das Gewehr näher ist als die Feder. Ich bin Übertreibungen zuweilen nicht abgeneigt, aber so unglaublich die folgende Geschichte auch scheinen mag, sie ist mir genauso in Erinnerung geblieben. Denn ich habe am eigenen Leib erfahren, dass alle Dinge ewig leben, nur schlafen sie zuweilen und geraten in Vergessenheit. Ein großer Name kann eine noch viel größere Last sein. Und mein besonderes Talent, Schwierigkeiten anzuziehen, hatte gerade wieder zugeschlagen. Noch etwas, das ich anscheinend von meinem berühmten Vorfahren geerbt habe. Wirklich ein perfekter Tag für das Treffen mit Ihrem ehemaligen Kollegen. Ich bezweifle stark, dass hier je ein Tag ohne Sandsturm vergeht. Und er hätte bestimmt etwas gegen das Wort Kollege. Damals war ich noch kein Field Agent, sondern nur Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Ich bin in jedem Fall sicher, das Treffen ist den Aufwand wert. Sie liegen nur sehr selten falsch, Professor. Aber heute könnte einer dieser Tage sein. Hey, stopp! In dieser Gegend solltest du deine Fahrer etwas sorgfältiger aussuchen. Professor, darf ich vorstellen? James Lee Quatermain. So viele Bücher. Ich dachte, du bist eher der Zeitschriftentyp. Oh, die waren Teil der Einrichtung. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Ich vermute, der Kompass meines Urgroßvaters ist nicht bloß für Ihre persönliche Sammlung. Korrekt. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte, dass Sie sich uns anschließen, Mr. Quatermain. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Ich fürchte also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quatermain. Über Sie. Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Und Agent Goodwin könnte jemanden mit Erfahrung brauchen, der ihr den Rücken frei hält. Hier, das gehörte Ihrem Urgroßvater. Sie werden es brauchen. Das wird nicht billig. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ach, was soll's. Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken.
Mein Urgroßvater, Alan Quatermain. Sein Name steht für Abenteuer und ist meine Haupteinnahmequelle. Viele Leute zahlen gut dafür, dass sie später sagen können, sie sind mit einem Quatermain gereist. Und ich machte alles, wenn der Preis stimmte. Sogar Babysitter spielen für eine Menschenarmut-Agentin. Unser Informant bei den Nazis hat uns berichtet, dass sie versucht haben, in den Tempel zu gelangen. Aber das Tor zum inneren Heiligtum nicht öffnen konnten. Sie sind weg, aber sie kommen bestimmt wieder. Wir müssen das schaffen, woran sie gescheitert sind. Denk an unsere Abmachung. Ich bring dich nur rein und raus. Mehr nicht. Du bekommst dein Artefakt. Alles, was ich sonst noch finde... Klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Unser Informant Shepard liefert schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer. Den Araber, der meine Tasche klauen wollte. Er gehört einem Stamm von Dieben an. Die glauben, die Reichtümer des alten Ägypten plündern zu dürfen. Dabei ist das doch eindeutig Uncle Sams Aufgabe. So, und damit sind wir hier endlich im Spiel angekommen und können uns bewegen. Benutze WASD, um dich zu bewegen. Das kennen wir ja. Du kannst den Kompass herausholen, indem du C drückst. Er zeigt dir die Richtung zu nächstgelegenen Schätzen an, wenn du in Reichweite bist. Alles klar. In die Richtung also. Oh! Gesammelte Schätze, Weg des Lebens, 1 von 5. Dank der ungewöhnlichen Eigenschaften des atlantischen Goldes beeinflussen die Schätze Quatermains Fertigkeiten und können verwendet werden, um seine Taschenlampe zu verbessern. Ja, das erscheint mir ganz plausibel. Können wir hier noch weiter runter? Was sagt der Kompass? Okay, dreht sich nur wild im Kreis. Heißt also, hier ist kein Schatz, oder wie? Springen können wir auch. Okay. Alles klar. Wenn er sich also im Kreis dreht, gehe ich erstmal davon aus, dass er keinen Schatz in der Nähe sieht. Mal hier hinter nachgehen. Jetzt hier nochmal. Oh! Jetzt hat er plötzlich was gewittert. Ah, ich sehe ihn schon. Da ist er. Oh. Weg des Lebens. 2 von 5. Es gibt 3 Schatzkategorien. Weg des Lichts, Weg des Lebens und Weg des Kriegers. Jede Schatzart passt zu einem bestimmten Satz von Fertigkeiten, die sich damit verbessern lassen. Alles klaro. Hier wieder nur wild am Drehen. Okay, drüber springen können wir auch nicht. Schade. Können wir Leitern hochklettern? Das wäre cool. Nee, hier anscheinend nicht. Vielleicht später irgendwo. Hier gibt es auch keinen Schatz zurzeit. Gehen wir hier hoch. Wo die gute Agent Goodwin schon auf uns wartet. Oh, hier hat jemand... Zigarre geraucht. Rein, holen, weshalb wir gekommen sind und verschwinden. Hört sich gut an. Scheint es keinen Schatz zu geben. Vielleicht dahinter. Vorsicht! Irgendwo hier. Irgendwo hier. Vielleicht hier in der Kiste? Ah. Weg des Lebens, 3 von 5. Silberne Schätze vom Weg des Lebens verbessern deine Gesundheit und Ausdauer. Sie helfen dir im Kampf robuster und mobiler zu werden. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Und da würde ich mal sagen, jo, weiter geht's. Ist schön gemacht hier so im alten Ägypten. Oder im neuen Ägypten. Was war das denn? Das hört sich weniger gut an. Oh, schießen dürfen wir auch. Bam, bam, bam! Das ist jetzt anscheinend mehr dieser Lara Croft-Part, dieser Tomb Raider-Part, der hier mit reinkommt. Wobei man bei Indiana Jones auch öfters mal schießen musste.
Indiana Jones und der Turm von Babel. Sehr cooles Spiel, kann ich nur empfehlen. Wenn das geht, werde ich das auch mal let's playen. Dann muss ich mal sehen, ob das auf meinem System noch läuft. Ah. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich brauche eine andere Waffe. Eine gute Thompson. Dich nehmen wir auch noch mit. Richtig schön weg mit dir. So viel zum Begrüßungskomitee. So, kurz nachladen. Was nehmen wir nun mit? So eine Schrot oder die Thompson? Ich glaube, wir nehmen lieber die Thompson mit. Laden hier mal unseren Revolver nach. Okay, ich schätze, es sind keine in der Nähe. Schauen wir uns hier hinten mal um. Das sieht schon cool aus. Also, das muss ich sagen. Gefällt mir. Ah, hier haben wir dann noch was liegen. Weg des Lebens 4 von 5. Okay. Hier ist dann aber nichts mehr, oder? Nee. Kompass dreht wild seine Runden. Was für ein Narr läuft denn mit Taschen voller Dynamit rum? Ich. Gesprengt, um zu verhindern, dass man in den Tempel kommt. Es gibt nur eine Lösung für Probleme, die durch Dynamit verursacht wurden. Noch mehr Dynamit. Das ist eine Lebensweisheit, die ich gern teile. Mittlere Maustaste gedrückt halten für... Ah, okay. Dynamit. Ja. Dann setzen wir das doch mal an. Oh, brennt das gleich an? Dann, ja, okay. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Keine Sorge. Wir haben jede Menge. Zeit. Zeit. Sag ich doch. Liegst du bequem, Quartermain? Oh ja. Ja, der Quartermain. Wer weiß, was da noch so entsteht. Ich weiß, du glaubst an nichts von alledem. Aber was sich in diesem Tempel befindet, könnte das ändern. Begreifst du, was sich vielleicht im Heiligtum befindet? Eines der mächtigsten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Das Herz von Atlantis. Oh, klingt auf jeden Fall wichtig. Wir betreten mal den Tempel. Bei Yetfall Adventures dreht sich alles um das Erforschen. Hinter jeder Ecke, in jedem Spalt kann sich ein Schatz verbergen. Oder ein nützlicher Hinweis, der unserem Helden James Lee Quartermain auf seinen Reisen hilft. Gut, dann erkunden wir doch mal ein bisschen hier. Muss ja nicht immer ein Schatz sein. Können wir das zerschießen? Nee. Schade. So viel macht die Engine dann anscheinend doch nicht mit. Und wir schauen uns hier hinten mal um. Okay, das könnten wir benutzen. Aber das wollen wir noch nicht benutzen. Ah! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hey. Wir haben den Weg des Lebens voll. Oh, was ist das? Gefährliche... Skarabäen oder irgendwie sowas. Haben wir ja irgendwo noch einen Schatz? Nee, jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir betätigen mal... Ja, ist doch gut. Mach ich doch. Um gegen Kreaturen der Finsternis zu kämpfen, brauchst du irgendwas. Immer noch skeptisch, wie ich sehe. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein auf sich? Die Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne...
Und als weiter? Die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Das klingt auf jeden Fall interessant. Den Kompass rausholen. Man hört da schon wieder irgendwelche Tiere. Das kann nie gut sein. Ich schieß mal hier lieber mit den normalen Waffen rum. So, was haben wir da? Bereit, Quartermain? Ja. Dann überlasse ich dir die Ehre. Kann ich das kaputt schießen? Nein, okay. Welche Ehre wird mir denn zuteil? Ah, ich darf die Träne der Isis aufnehmen. Ist der Schlüssel für das Tor. Wer gehört in ein Museum? Und ja, wir der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Stecken wir mal hier rein. Oh. Ja, 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 oh nein. Schade. Viele hielten meinen Urgroßvater für einen verrückten Lügner. Mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ich habe bereits 12 Männer da hineingeschickt. Nicht einer ist wieder herausgekommen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Aber die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Ah, der Ami ist wach. Guten Morgen, Herr Quartermain. Immer eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst unter solchen Umständen. Und Fräulein Goodwin, vielen Dank, dass Sie das Tor für uns geöffnet haben. Sie waren uns eine große Hilfe. Woher kennen Sie unseren Namen? Danke, dass Sie uns bestätigt haben. Wiederum äußerst hilfreich. Ach, Goodwin. Seien Sie nicht so streng mit ihr, Herr Quartermain. Schließlich ließen Sie Ihren Fahrer gehen. Er hat gut zugehört und war gerne bereit, sich uns mitzuteilen. Wissen Sie denn nicht, dass Gnade in diesem unzivilisierten Land nur Probleme mit sich bringt? Ich glaube, bei Ihnen sagt man, dass man lose Enden beseitigt, oder? Genau. Halt! Wir brauchen Sie vielleicht. Halt! Wo wollen Sie denn hin? Mal sehen, wie weit Ihr Freund kommt. Alles klar. Nur ein kurzer Ausflug zum Tempel, meinte sie. Rein und wieder raus. So läuft das ja meistens, rein und wieder raus. Aber scheinen ja hier echt Probleme zu haben. Haben auch keine Waffen mehr, logischerweise. Zurück können wir nicht. Das heißt, wir gehen mal hier rum. Wähl das Notiz. Oh, jetzt habe ich das nicht lesen können. Ah! Das zeigt uns sozusagen den sicheren Weg. Munition mehr? Wie schade. Ah. Ganz cool gemacht eigentlich. Ui. Dann lieber doch wieder das Notizbuch. Gerade so. Können wir das irgendwie zerschlagen oder umkippen? Ja. Und was gibt's hier Schönes? Der gleiche Symbolquatsch wie in Allens Notizbuch. Hm, vielleicht. Okay, hier können wir das rollen.
Ah, okay, die ist blockiert. Hey! Hat auch super funktioniert. Ich möchte aber noch hier dieses Teil mitnehmen, Weg des Lebens. Dank der ungewöhnlichen Eigenschaften, okay, das wissen wir ja schon. Ups, war ich das? Entschuldigung, alter Tempel. Aber es sieht cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Und weil es mir so gut gefällt und euch hoffentlich auch, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deadfall Adventures. Bis dahin und ciao.